Habt ihr euch auch schon mal darüber geärgert, dass Windows 10 ständig Updates präsentiert, die ihr nicht stoppen könnt und die vielleicht sogar irgendetwas an eurem Computer lahmlegen? Bei mir zum Beispiel funktioniert der Drucker dann regelmäßig nicht mehr. Normalerweise kann man bei Windows 10 diese Updates nicht stoppen, aber es gibt da eine Möglichkeit, und zwar geht ihr ganz unten links auf eurem Rechner hier auf das Windows-Symbol. Und dann scrollt ihr hier runter, bis ihr bei den Windows-Geschichten seid. Und da geht ihr auf Windows-Verwaltungsprogramme. Klickt das an, geht etwas tiefer und geht hier auf Computerverwaltung. Jetzt kommt die Computerverwaltung und da seht ihr hier Dienste und Anwendungen. Auf dieses Symbol geht ihr und dann kommt noch einmal eine Unterkomponente, die heißt Dienste. Auch da geht ihr drauf und jetzt habt ihr hier auf der Seite einen ganzen Haufen an Informationen. Das scrollt ihr runter, bis ihr bei W seid, nämlich bei Windows. Und bei Windows findet ihr dann, wenn ihr ein bisschen sucht und guckt, Windows Update. Da klickt ihr drauf und schon erkennt ihr ein Fenster, was aufgeht. Und dieses Fenster hat unter anderem den Begriff Starttyp. Und hier steht bei euch mit ziemlicher Sicherheit manuell oder automatisch. Wenn ihr jetzt die Updates deaktivieren wollt, dann müsst ihr hier auf Deaktiviert gehen. Auf OK. Und dann könnt ihr alles ausmachen. Und ab dann bekommt ihr von Windows 10 keine Updates mehr. Wenn ihr das aber wieder rückgängig machen wollt, dann müsst ihr es wieder auf manuell oder automatisch stellen, denn auch Sicherheitsupdates werden jetzt nicht mehr bei euch hochgeladen. Okay.